Es ist viel Musik drin, wenn sich die kirchlichen Basisgemeinden in der bolivianischen Hauptstadt La Paz treffen. Einmal im Jahr kommen alle Gruppen der Erzdiözese zusammen, um zu beten, um zu diskutieren, aber auch um zu feiern. Mittendrin Marcelo Cruz. Er ist Koordinator der kirchlichen Basisgemeinden oder SEPs, wie sie hier genannt werden. Diese Tänze, das ist die Art und Weise, wie wir unsere Freude teilen, unseren Enthusiasmus. Hierin zeigt sich auch die Religiosität der Menschen und ihre Art, Feste zu feiern. Übers ganze Jahr hinweg arbeitet man hart, man leidet. Oder es ist kein Geld da, keine Arbeit. Aber hier beim Feiern vergisst man das. Hier sind wir einfach Brüder und Schwestern. Adveniat-Aktionsgast Marcelo Cruz ist mit Leib und Seele dabei, wenn es um die kirchlichen Basisgemeinden geht, die von Adveniat unterstützt werden. Er sieht darin die Möglichkeit, sein Leben ganz dem Christsein zu verschreiben und auch andere zu motivieren, sich für ihre Kirche einzusetzen. Über den sonntäglichen Gottesdienst und den Empfang der Sakramente hinaus. Marcelo Cruz gehört, was die Basisgemeinde in Bolivien anbetrifft, zu den Männern der ersten Stunde. Der hat schon damals in Oruro, als die gegründet wurden, so als die erste Bewegung war, war er mit dabei und man merkt ihm das bis heute an, dass er einfach für die Basisgemeinden lebt und ihnen die Idee und auch die praktische Umsetzung total, also es ist sein Leben. Marcelo setzt sich mit all seiner Kraft für die Basisgemeinden ein. Für meine Pfarrei kann ich sagen, dass es sehr angenehm und schön ist, mit Marcelo zusammenzuarbeiten. Wenn er etwas braucht, helfen wir. Wenn wir etwas brauchen, hilft er. Marcelo ist ein sehr engagierter Laie. Er unterstützt uns sehr. Und, was mir besonders gefällt, er ist ein Mensch der Gemeinschaft. Er kann gut mit den Bischöfen, den Priestern und den normalen Menschen umgehen. Er ist sehr beliebt. Er hat auch die Gabe, andere mitzureißen. Marcelo Cruz hat eine halbe Stelle im Ordinariat der Erzdiözese La Paz. Jeden Nachmittag sitzt er im Büro und ist Ansprechpartner für alles, was die kirchlichen Basisgemeinden betrifft. Er hält Kontakt zu den Leitern und organisiert die Treffen mit. Er kennt aber auch die Probleme. In den letzten Jahren gingen zum Beispiel die Mitgliederzahlen etwas zurück. Mich bewegt die Frage, wie wir diese Leute zurückholen können in die Basisgemeinden. Da ist in den letzten Jahren vielleicht irgendetwas eingeschlafen. Da müssen wir überlegen, wie wir uns neu aufstellen können, wie wir eine neue Dynamik entfalten können. Wir dürfen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen. Die Zeiten ändern sich, da müssen auch wir uns verändern. Und doch, besucht man die Basisgemeinden in La Paz, spürt man, mit wie viel Engagement viele Menschen dabei sind. Die meisten treffen sich alle 14 Tage, um zu singen, zu beten, aber auch um aktuelle politische und soziale Probleme zu besprechen. Ob in den reicheren Vierteln oder in den armen, wie hier in einer kleinen Hütte, wo in der Indiosprache Aymara gesungen und gebetet wird. Die Menschen hier spüren, dass Marcelo Cruz einer von ihnen ist, dass sie ihm vertrauen können. Ich bin überzeugt, Gott möchte, dass wir etwas tun. Mich bewegte schon immer diese Stelle bei Johannes, wo es heißt, ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Eines Tages sagte ich mir, ja, wir haben Leben, aber es ist ein mittelmäßiges Leben, kein vollständiges. Aber das Leben in Fülle fällt ja nicht vom Himmel. Dafür müssen wir uns anstrengen, dafür müssen wir hart arbeiten. Mit seiner Frau und den Kindern lebt Marcelo Cruz in einem bescheidenen Heim am Stadtrand von La Paz. Meistens trifft man sich zum gemeinsamen Mittagessen. Der Glaube spielt auch im Familienleben eine herausragende Rolle. Alle engagieren sich in ihrer Basisgemeinde.
Ja, das spielt eine große Rolle. Ich bin ja quasi mit der Basisgemeinde groß geworden. Wir engagieren uns alle in unserer Pfarrei, zum Beispiel in den Jugendgruppen oder als Katechisten. Marcelo Cruz, ein Mann, der sich mit all seiner Kraft den Basisgemeinden in La Paz widmet. Dabei zeigt, dass trotz aller Anstrengung auch immer Platz für Freude ist. Eine Freude, die seinem tiefen Glauben entspringt.